Wie man mit Google nach einem Begriff sucht, muss ich dir wohl nicht mehr speziell zeigen. Dafür erhältst du hier zwei Tipps, wie du effizienter suchen kannst mit Safari. Ich gebe mal einen Suchbegriff ein, nehmen wir an Napoleon. Du siehst, er schlägt mir schon einiges vor, das ich schon offenbar mal besucht habe. Ich suche jetzt aber nur nach diesem Begriff. Und Google listet mir eine Unmenge an Seiten auf. Und anstatt dass ich jetzt auf jede einzelne tippe und über zurück, zurück, zurück wieder zum Ausgangspunkt zurückkehre, öffne ich die Seiten in sogenannten Tabs. Das machst du so, du gehst lange auf den Link und wählst anschließend in neuem Tab öffnen. Und du siehst, hier drüben wird eine neue Seite geöffnet. Das ist ja fast die gleiche, das lassen wir mal. Dann öffnen wir noch diese hier. Hier hat es wie häufig in Google so eine Übersicht, wo die wichtigsten Informationen zum entsprechenden Begriff schon aufgelistet sind. Meist reicht das schon recht weit. Mache noch weitere auf in neuen Tabs. So, jetzt haben wir doch schon einige Seiten. Schauen wir die mal durch. Das könnte noch interessant sein. Etwas umfangreich vielleicht, aber lassen wir das mal. Das hat gar nichts mit unserem gesuchten Thema zu tun, dieser Tauchclub. Deshalb schließe ich diese Seite wieder. Das könnte interessant sein. Lassen wir mal. Da geht es nur um den Kanton Thurgau, wo irgendein Napoleon mal gewohnt hat. Die Wikipedia-Seite wäre ja toll, aber das ist die englischsprachige, die nützt uns auch nicht so viel. Hingegen diese hier vielleicht schon. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr umfangreich, wie wir sehen werden. Und der Vorteil mit dieser Methode ist, im vordersten Tab hast du natürlich immer noch Google und du kannst jetzt noch weitere Seiten dazufügen. Und so bist du viel, viel effizienter bei der Suche. Nun, wenn du jetzt mal in einer solchen Seite bist, nehmen wir wieder diese Wikipedia-Seite und du suchst darauf eine ganz spezifische Information, so ist das hier ein bisschen sehr mühsam. Diese Seite ist vielleicht etwa 2 oder 3 Meter lang, wenn man alles aneinander hängen würde. Aber du kannst selbstverständlich auch innerhalb von einer Seite nach Informationen suchen. Hierzu klickst du wiederum in dieses Adressfeld, löscht den Begriff und schreibst dort stattdessen, in diesem Fall zum Beispiel mal Elba. Auf dieser Insel wurde er in die Verbannung geschickt. Jetzt aufgepasst, anstatt in Google nach diesem Begriff zu suchen, suchen wir hier unten auf dieser Seite. Und jetzt zeigt er mir überall das Wort an, er markiert es farbig und du siehst ganz unten am Bildrand, dieser Begriff tritt insgesamt 7 Mal auf und du kannst dich bequem durch diese Seite klicken und dir diesen Begriff überall anzeigen und so bist du sehr schnell an der entsprechenden Stelle, auch wenn die Seite selber sehr, sehr umfangreich ist. Als letztes noch nehmen wir an, du bist in einer umfangreicheren Recherche. Da ist es natürlich mühsam, wenn du dir jedes Mal diese Adresse hier abschreiben musst. Das kann es ja nicht sein. Du könntest sie jetzt kopieren und an einer anderen Stelle wieder einfügen. Bequem ist es aber natürlich, wenn diese Adresse gleich hier in Safari gespeichert wird. Und das kannst du folgendermaßen lösen. Über das Teilen-Symbol kannst du entweder, wenn du die Seite auch in Zukunft sehr häufig brauchst, die Seite zum Home-Bildschirm hinzufügen. Und dann wird quasi wie eine App erstellt. Mit einem Klick bist du gleich wieder in Safari drin auf der entsprechenden Seite. Die zweite Möglichkeit wäre, ein Lesezeichen anzulegen. Du kannst hier noch den Namen ändern. Möglichst kurz natürlich. Und den Ort in den Favoriten,
Das wäre also diese Leiste am oberen Bildrand. Oder falls es nicht zu oberst sein soll, kannst du das in einem beliebigen anderen Ordner ablegen. Du siehst, ich habe sie hier schon ziemlich viele.